Ja, so gesehen hat... Make sure you bring Alvin. So gesehen hat ja, die liebe kleine Clem ja, quasi einen Elternersatz, den lieben Kenny und seine neue Auserwählte. So, das Fenster hätten wir auch leiser zumachen können. Das war ein bisschen zu laut, finde ich. Alvin! Okay. Der scheint nicht mehr viel los zu sein. Also sprechen wir jetzt nicht nochmal drauf an. Ah, jetzt müssen wir um den Stuhl rumlaufen. Und da müssen wir hin. Ja, dann geh da mal hin da. So. Okay, now the mic. Wrong. Oh, ach so, wir sollen Krach machen, damit die Beiße angelockt werden. No, no, no. No, where are they? Damit wir irgendwo eine Chance finden, abzuhauen, da. Come on, come on. Please work. Okay. Nein, dreh dich um. Hey, hallo. Alvin, are you okay? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. There's something funny about that. You have the project. We have the know-how. So, wir müssen jetzt also hier weg und er übernimmt jetzt also sozusagen. Come on. We have to go. I ain't going anywhere. But you get news from man. Gone. I mean to get some payback. No, we're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I've run out of road. Also, sie will ihn mitnehmen, will er. Aber er entscheidet sich dann dafür, da zu bleiben und halt den letzten Kampf zu machen, so nach dem Motto. Und ja. You take care of my girls. I get the feeling it's gonna be a girl. Just a hunch. Go on. Ja, komm, Clem, geh. Was haben die sich gegenseitig umgebracht? Okay, die sehen nicht so aus, als wenn die alle... Scheiße! Steck dich! You wanna disrespect me, fine. You wanna throw away the life I'm trying to build for us all? Then fucking fine. You wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby before I. Jawohl. Get back. Oh, das war gut. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where? Why isn't Alvin with you? Where is he? Wird dir jetzt nicht gefallen. Alvin. Ja. Rebecca, I am... Oh, God, I am so sorry. Kill him. Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Just shoot him. What? No, I just... What? Jawohl, Kenny. Ja. Du hast sowieso noch Rechnung mit dem offen. Auf Kenny's Verlass. Oh ja.
Oh, das wird die auch tun, Baby. Wait outside. Oh ja. Yeah. Oh yes. Give him. We have to go. Kenny, please. Knock on his brain. I only need a minute. Er braucht nur eine Minute, ja. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Sie weiß Look es. At you. Fucking ingrates. I don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. Brauch sie nicht. Lambs to the slaughter. Sie kennt das alles schon. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. No, I'm not letting you see this. It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than Come the rest on. Of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny, coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you. Ihn aber richtig schön beleidigen, damit er auch einen Grund hat, richtig zuzuschlagen, damit es nicht so weh tut beim ersten Mal. Zweimal? Weiter! Das muss jetzt noch einmal richtig knacken, dann ist der Schädel kaputt. Alter, war eine dicke Birne, der Junge. Ich glaube, das dürfte es jetzt gewesen sein. Let's go. Tja, das war halt die Sache, die Kenny einfach machen musste. Da kam man nicht drum rum, weil Rache. Mann, oh Mann. Ja, aber ich hätte auch nicht gezögert. Ich hätte da auch... So, wir sollten nur gucken, dass wir da wegkommen. No, I'm alright. Come on, we got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Shit, I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here, you're gonna need something. Thanks. Das ist mal cool. Ah, gut gemacht, Clementine. Ach, wir Blut beschmieren. Da ist es ja wieder. Das kennen wir ja. Ich gucke ja im Moment auch wieder so Walking Dead. Oh. Und ja, da hat sich Rick ja auch mit Blut beschmiert, damit er in der Menge nicht auffällt. Oh, Alter, ist sie scharf. Wow. I'll go first. Und nicht die schöne Jacke. We have to, Sarah. Okay, now you turn around. Smells gross. Ja. Bleib uns aber nichts anderes übrig. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're so almost all us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you. You hear me? Troy.
Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. Wir brauchen auf jeden Fall die Knarre. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... You shot my dick up! Come on. Don't make any noise. Got it? Schießt sie ihm erstmal in die... Act like you belong, and you will belong. Get over here. So. I need more ammo. Komm, Clem, geh. Go. We got this, y'all. Was zum... ja. Is that Tate? Where's Bill? We need him up here. Stay calm. Shh. Gonna be okay. Seid jetzt. Ich muss auf D drücken, damit die läuft. Was ein Quatsch mit der Steuerung gemacht, ey. Come help me. Die spielen immer dran. Also, please, just say something. Ja, aber wir schaffen das. Nein! Es ist schwer, in so einer Situation ruhig zu bleiben. Ja. Oh Mann, warte mal ganz schnell. Ach, jetzt wieder Kuhscheiße, hä? Oi, oi, oi. Oh nein. Ja, los. Clementine, mach hin, dann hat sie halt keinen Arm mehr. Aber so kannst du es verhindern, dass er weiterlebt. Und du hast eine Freundin. Na los doch, schlag zu. Mach es wie Kenny, mach es wie Rick. So, das kann er. Wow. Ja, Freunde, das war Episode 3. Mir tut es echt leid, dass das meiste alles auf Englisch war. Ich konnte nur grob, ganz grob, um was es geht, übersetzen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem damit zufrieden gewesen. Und sorry, dass die das vom Übersetzen so gepennt haben. Ja, trotz ihrer Versuche, das auf Deutsch hinzukriegen, war alles auf Englisch. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum sie das so gemacht haben oder nicht gemacht haben. Und hier, wie hier steht, meine Entscheidung, Episode 3. Wieso habe ich am Anfang Episode 2 gelesen? Okay, mache ich mir jetzt mal keine Gedanken drum. Ihr seht ja hier die Fortschritte, die wir erreicht haben oder die im Moment, wie auch die anderen Leute sich entschieden haben. Und ich bin gespannt, wie es in Episode 4 weitergehen wird. Ich würde sagen, bis dahin, gehabt euch wohl. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Virus und ciao mit V.